Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drakan and the Ancient Gates mit mir, dem Lupus. Ja, wir sind immer noch in der Stadt. Oh Gott, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich gebe es zu. Zordana. Und sollen die Lady, da war es gerade, Michela finden. Und dazu sollen wir den Aufzug nutzen, wurde uns gesagt. Und der befindet sich höchstwahrscheinlich hier drin. Okay. Gut, okay, der kommt dann alleine. Geht's da hoch hinaus? Ah, okay, ob das da hinten der andere Turm ist, wo die Frau sagte. Die andere Magierin wo die andere Magierin angeblich wohnt. Willkommen, willkommen. Ich bin Zola Dane, Hofseher und Berater von Lady Michala. Es ist mir eine Ehre. Danke. Sehr freundlich. Man sagte mir, Lady Michala erwarte mich. Natürlich, sie ist in der großen Halle, wenn ihr mir folgen wollt. Tja, bewegst du dich oder was? Das müssen wir selber machen. Okay, Berater und Seher, so. Ah, ich glaube, da vorne ist sie. Okay, die Truhen, die nicht von selber aufgehen, sind dann wohl verschlossen. Es ist abgeschlossen. Ja. Schade. Ist hier noch irgendwas? Hier geht scheinbar auch nicht. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Arbeitszimmer. Kann man aber scheinbar nichts mitnehmen. Oh, schade. Keine Bücher oder so lesen. Leider nicht. Na gut, dann wollen wir doch mal mit Lady Michala reden. Oh, der Thron hat was. Endlich. Willkommen in Zordana, meine Liebe. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Orte noch gibt. Wir müssen beten, dass wir diesen hier bewahren können. Hinter Zordanas Mauern sind wir sicher, doch der Gegner steht überall. Wir werden gerne helfen, wo wir können, aber noch habe ich keine Ahnung, was wir tun sollen. Ja, Aroks Rückkehr bietet neue Möglichkeiten, von denen wir jahrhundertelang nicht zu träumen wagten. Komm, folge mir. Sag mir, hast du von den Geisterdrachen gehört? Es waren heilige Wächter. Teile der uralten Ahnengeister aller Drachen. Und von ihnen allen war keine größer als die Drachenmutter Malashe. Nach den dunklen Kriegen war sie es, die ihre Anhänger in den langen Schlaf führte. Es heißt, wenn sie geweckt werden kann, erwachen auch die letzten Drachen des Ordens. Aber das sind Sagen. Die Sagen sind wahr. Malashe kann geweckt werden. Hiermit. Es wird Auge der Mutter genannt. Es ist ein Portal, das mit fernen Ländern verbindet. Doch dieses birgt größere Kräfte als alle anderen. Das Auge kann jenseits der Welt reichen, um Malashe selbst zu rufen. Verstehst du? Wir können die Drachen in unsere Welt zurückholen. Das Auge verbindet noch 4 weitere Portale. Aber wozu braucht ihr uns? Um die Drachenmutter zu wecken, müssen alle 4 Portale geöffnet werden. Aber wir können das nicht. Nur ein Drache der alten Art kann die Portale öffnen. Ihr meint Arok? Der Drache! Er ist zurückgekehrt! Hast du den Ort gefunden, Arok? Ja, aber die Bäume sind zu dicht. Ich fürchte, du musst für mich in den Sumpf reisen, Ren. Welch eine Begrüßung. Ich bin gerade angekommen, wie du weißt. Wenn ich im Dreck warten soll, sag mir wenigstens wozu. Entschuldige, bitte. Die Portale des Auges sind magisch verschlossen. Der Öffnungszauber ruht in einer versteckten Machtrune. Im Sumpf ist ein Denkmal, der sogenannte Baum der Trauer. Die Rune liegt in einer Kammer unter den Wurzeln. Na gut, wo muss ich
Den? Der Schattensumpf liegt hinter der westlichen Mauer. Doch ich warne euch. Der Sumpf ist gefährlich. Klingt, als bräuchte ich bessere Waffen. Breck, der Rüstungsmacher, hat unten am Platz einen Laden. Hier, für den Anfang. Komm, Ren. Ich bring dich hin. Money, money, money. Der Gang zum Schattenmoor ist da drüben. Viel Glück. Beeil dich. Wir sehen uns, wenn du wiederkommst. Was? Nur 300? Ein bisschen geizig. Okay, der Eingang ist dort drüben. Ja, danke, Arok. Wo ist denn dort drüben? Okay, Jades Magierhaus ist da hinten. Das ist klar. Breck, der Schmied, der Alchemist, Schattenmoor-Eingang. Ah, okay, der ist dann wohl demnach über... Okay, der wird dann wohl hier über die Brücke sein. Dann wollen wir uns noch mal eine Rüstung kaufen. Hallo, mein Freund. Sag mal, du bist doch nicht etwa die, von der alle reden. Die Drachenkriegerin. Es heißt, du willst in Schattenmoor. Vielleicht. Warum fragst du? Der Trockhäuptling Krötenfaust hat einen magischen Helm, den ich will. Und ich biete 2000 Goldstücke, wenn du ihn mir bringst. 2000 Goldstücke? Das merke ich mir. Jo, das merke ich mir auch. 2000 Goldstücke, nicht schlecht. Gut, dann... ich kann dieses Rüstung nicht tragen. Da fällt mein... Hab ich überhaupt... Reiß ein Herz für mich aus, ja? Gutes Mädchen. Ja, okay, der Spiel geht voll ab. Ja, ich kann mir eigentlich, also Rüstung, die Frage ist, kaufe ich die Rüstung? Wie viel Platz habe ich im Inventar? Oder kaufe ich sie nicht? Vielleicht, ich denke mal, ich werde nur eine Waffe kaufen. Wer hätte gedacht, meine beste Kundin. Was haben wir denn da? Stahlsäbel mit 9. Eisenaxt mit 9. Geschwindigkeit mittel. Da ist der Stahlsäbel besser, der hat schnell. Jetzt habe ich die Frage, ob die unterschiedliche Reichweiten haben. Die stehen hier leider nicht. Ach, Pfeile brauche ich nicht. Bogen habe ich noch. Dann würde ich einfach mal sagen, ich kann das überhaupt noch nicht einschätzen, wie weit ich jetzt da was brauche. Nehme ich einfach mal hier den Stahlsäbel mit. Hervorragende Wahl. Reiß ein Herz für mich aus, ja? Mach ich. Gutes Mädchen. Ich finde den Schmied super. Hey, voll ab der Kerl. Oh, da fällt mir ein. Jetzt hat wir einen Schatten. Jetzt sehe ich das gerade erst. Okay, dann hat sie wohl nur irgendwie aus irgendeiner Brücke in der Taverne keinen. Witzige Sache, das. So, dann will ich mir den doch mal mit auf die Schnelltaste legen. Boah, ich habe jetzt fast alles hier auf die Schnelltaste. Obwohl, ich glaube, ich benutze dann erstmal den Kolben. Und wenn der kaputt ist, dann habe ich immer noch das... den Stahlsäbel als Ersatz. Aber ich, Alter, dieser Widerhaken da oben, der sieht schon so ein bisschen seltsam aus. Oh, nice. Dann benutze ich doch erstmal die Keule. Was haben wir denn da? Shadowmire. Okay, also da geht's dahin, wo ich hin will. Ich will aber erst nochmal in dieses Haus dort unten. Wie ich schon sagte, erkunden. Man ist recht, wenn das hier irgendwelche Quests noch gibt. Das ist natürlich interessant.
Und ja, stimmt, den Inquisitor muss ich auch irgendwann noch erschlagen unter dem Wasserfall. Hallo, der Herr. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Wir brauchen hier keine drachenreitenden Hexen. Wir sind anständige Leute. Oder Frau. Gott, wie geht die denn ab? Drachenreitenden Hexen. Boah, ist die un... Kann auch mal nett Hallo sagen. Ja, halt nicht. Nehme ich halt alles mit, was sie in der Truhe hat. So, was hast du jetzt davon? Ja, wenn die so unhöflich zu mir ist. Oh, da fällt mir ein. Kann man diese Vase zerschlagen? Nein, schade, geht nicht. Oh, da ist noch eine Truhe. Okay, manchmal kann ich alle. Man kann nicht alle Truhen aufmachen. Kann ich die Truhe kaputt schlagen? Na, ich wollte die Keule anschrauben. Ach. Jetzt drücke ich hier die falschen Tasten. So. Okay, das geht, glaube ich. Ich will jetzt die Keule auch nicht zu sehr Schrott machen. Okay, die Dame ist auf jeden Fall sehr unhöflich. Und irgendwann wird sie wahrscheinlich um Hilfe betteln. Oh Gott, ich will jetzt auch gar nicht zu weit erkunden. Wer weiß, wo es denn hier hingeht. Au. Passt. Okay, bis jetzt gehen die Kämpfe eigentlich ganz gut von der Hand. Ist denn hier überhaupt irgendwas um die Ecke? Außer den Haufen Vortex, die hier rumrennen. Boah, der hat aber eine dickere Keule in der Hand, wenn ich das sehe. Wow! Okay, die weichen aus. Ja, Junge, keine Chance, würde ich mal sagen, ne? Aber fallen lassen tut die nichts, irgendwie. Schade. Okay, hier ist scheinbar gar nichts. Schade. Was kommt denn da vorne? Das ist eine Höhle. Dann ist ja doch noch was. Oh Gott. Sekunde, ich speichere mal ganz schnell. Das gefällt mir gar nicht, diese Geräusche. Das könnte sonst was sein. Irgendwelche blöden Spinnen oder so. Oder noch schlimmer. Aua. Boah, die Viecher hatte ich. Boah, die habe ich früher schon gehasst, also im ersten Teil. Aber davon gibt es noch mehr. Na Mist, so treffe ich den nicht. Ah, okay, die brauchen gar nicht mehr so viele Pfeile. Vorausgesetzt, man trifft. Na. Na, Mann. Okay, komisch. Der eine hat irgendwie weniger Pfeile gebraucht. Okay, das hat jetzt schon ein bisschen wehgetan. Wahrscheinlich konnte ich irgendwie nicht zurückrollen, weil da ein Stein war oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe gerade, das gibt richtig gut Erfahrungspunkte. Okay, wo ist das Vieh hin? Okay, der ist jetzt irgendwie ganz weggelaufen. Mmh, leckere Pilze überall. Hm. Und ich muss gestehen, dass die Viecher jetzt so ein bisschen fieser aussehen als früher mit ihren roten Augen.
sind sie denn? Warte mal, sind das die Augen, die ich schon sehe? Tatsache. Boah, das Vieh ist riesig. Ist der andere jetzt hinter mir? Nein. Boah, die Viecher sind echt... Boah, davon gibt es ja richtig viele hier. Da hätte ich ja vielleicht doch einen zweiten Bogen mitnehmen sollen. Boah, bis jetzt geht's. Bis jetzt läuft's. Boah. Robin. Robin. Oh, ja, ja, ja. Wow, ey. Alter, wie viele Viecher sind denn das hier? Oh, da liegt ein dicker Batzen Gold. Oh, 150 Gold. Okay, das ist jetzt... nicht so viel. Ah, die Höhle ist schon ganz schön gefährlich. Was ist so ein Fleh? Wow. Okay, hier vorne ist noch eine Truhe. Erstmal kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwo was ist. Keine Gegner und so. Oh, da liegt auch noch eine Waffe. Ein bisschen Gold. Ach Quatsch. Da. Stahlkeule, okay. Die laufen echt scheiße. Das soll mir egal sein. Ich sag mal, je länger der Lauf, wie ich das mache. Oh, oh. Mann, das ist der. Oh, 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 oh. Oh. Bei einem Level-Up kriegt man voll Lebensenergie wieder. Das konnte zu keinem besseren Zeitpunkt passieren gerade. Okay, dann ist das definitiv die XP-Zeile. So. Okay, ich habe einen Punkt. Ich habe okay, Erfahrungsstufe 2. Ich denke mal, ich werde erstmal in Nahkampf investieren für eine Rüstung. Und eventuell... Also ich muss gestehen, dass ich mit dem Bogen gerade richtig begeistert bin. So, ach man. Da fällt mir die Stahlkeule. Die. Oh, die braucht sogar Fertigkeit 2. Dann kommt das ja gerade passend, würde ich mal sagen. Boah, diese Viecher, die gehen in. Die sind echt gefährlich. Da muss man übrigens aufpassen. Ich frage mich über diese Höhle, die ist echt riesig. Also, wenn das jetzt noch der Weg da hinten einmal rum ist. Dann, ja. Habe ich auf jeden Fall zu wenig Pfeile eingepackt. Ja, da oben ist noch einer. Okay, mal kurz warten, bis der gerade ausläuft. Nein! Oh, shit. Das war richtig dumm. Ach, ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Eine Lebensenergie. Gut, ich kann froh sein, dass ich den Sprung überlebt habe, aber trotzdem. Da fällt mir ein Sniper-Modus. Kann ich den eigentlich treffen von hier aus? Fällt mir ein, wie viel Schaden macht eigentlich der Bogen noch? Schaden 5, 8,
Hey, oh, okay. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie diese Viecher heißen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich gar nicht entsinnen, wann die eigentlich mal beim Namen genannt. Okay, Fledermäuse, ich dachte gerade. Hier weiß man ja immer nie, was einen so alles erwartet. Ich frage mich, ob es hier in dieser Höhle noch mehr gibt. Ob ich mich vielleicht doch irgendwie auf einen Nahkampf gehe. Okay, jetzt bin ich da, wo ich gestartet bin, sage ich mal. Jetzt fehlt er mal so hier. Ich glaube, ich nehme dann doch mal eben einen Heiltrank. Und Prost. Sind noch mehr. Oh, da ist ja direkt einer von mir. Okay, also den auszuweichen, das ist... Ja, okay, man kann auch nicht blocken, das ist ja eine andere Taste. Wow, okay. Muss ich vielleicht da mal gucken, irgendwie im Nahkampf oder so. Die machen schon übelsten Schaden. Vielleicht bin ich auch noch zu früh hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich auch erst die Rüstung holen. Also nicht ohne Rüstung hierher gehen sollen. Wer weiß das schon. Ich würde sagen, das erfahre ich vielleicht oder auch nicht in der nächsten Folge. Da werde ich mir auf jeden Fall, sobald ich hier raus bin, bei Rüstungsschmied eine Rüstung holen. Und erst dann ja, geht es in der Story weiter. Aber ich denke mal, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also bis jetzt macht mir das Spiel eigentlich richtig Spaß. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei Drakan Ancient Gates. Bis dann. Tschüss.